Jetzt auch noch zum Langzeitwetten-Video, die ich mir jetzt vorgenommen habe, halt das Woche für Woche abzudaten und dass wir mal so ein bisschen gucken, wie die Computerlogik gegenüber einer intuitiven Logik und möglicherweise halt einer Wettmarktlogik oder die natürlich mit der intuitiven wahrscheinlich in Deckung sein sollte. Jetzt wird es dunkel, ich mache kurz Licht an. So, also, und natürlich, man kann so ein bisschen mal die Entwicklung beobachten, wie ich schon letzte Woche dann sagte, hat die Spannung eher abgenommen. Die Spannung nimmt natürlich dann ab, wenn Wahrscheinlichkeiten sich kontinuierlich entwickeln. Also man kann auch über diesen Spannungsaspekt gut nachdenken, was ich also auch schon getan habe und auch schon schriftlich festgehalten habe und auch teils Aufzeichnungen von Spannungsentwicklung und sowas gemacht habe, was man also auch grafisch darstellen kann, wann man Spannung empfindet. Und das hängt natürlich häufig mit großen Sprüngen in der Wahrscheinlichkeitsentwicklung zusammen. Und hingegen, wenn es sich kontinuierlich entwickelt auf ein, sagen wir mal, vor allen Dingen Favoritenereignis, was natürlich dann erst auch eins werden könnte, aber wenn jetzt halt was bei 80% steht oder so und sich dann diese 80% allmählich Richtung 100% entwickeln, empfindet man es halt nicht als spannend, sondern ja, wusste ich doch und so und so ungefähr, dann beschäftigt man sich halt mit anderen Dingen und nicht mit dieser Spannungsfrage. Aber im Titelkampf war es eben jetzt sehr spannend, als halt Leipzig diesen Vorsprung hatte und aufgrund dessen, dass eben die Intuition einem jeden trotzdem dann sagt, obwohl der Computer halt teilweise das dann schon ausgetauscht hatte, was ich auch gut begründet habe, oder ich habe es so gut begründet, wie es halt der Computer tut oder wie ich es eben kann, dass eben die Bayern dann tatsächlich zu viele leichte Gegentore oder so bekommen hatte, dass also Leipzig tatsächlich in der Leistungstabelle mal kurz vorne war. Oder in der Rangliste sozusagen, Spielstärke-Rangliste. Wir haben auch solche Entwicklungen, natürlich haben wir im Tennis zum Beispiel, wo die Leute dann natürlich auch nur drüber lächeln, vielleicht, ob dann Federer, Nadal oder Djokovic, der dann ein halbes Jahr Verletzung oder wie auch immer und so, dann fällt er halt zurück auf 4 und kann dann aber trotzdem wieder auf 1. Aber man sagt halt, das sind einfach Entwicklungen, die halt in der Rangliste stattfinden, die aber für einen, außer dass man halt weiß, wer die Nummer 1 ist, keine weitere Bedeutung haben. Bei mir ist halt so, dass eine Rangliste dann eben steht und die eben entscheidenden Einfluss auf die Einschätzung und auf die Quotenbildung und eben auch auf die Langzeitwetten dann hat. Und natürlich kann man jetzt eben einfach nur mich auslochen und sagen, naja, du erzählst doch was, Leipzig ist besser als Bayern. Also das hätte ich dir damals schon sagen können und so weiter. Und natürlich kann ich da jetzt auch nur zustimmen. Ich kann dann bloß eben darauf verweisen, A, die Saison ist noch nicht zu Ende. Und B, natürlich gab es halt auch schon mal andere Entwicklungen, nicht? Also ich meine, ich will jetzt nicht unbedingt von Leicester anfangen in England, wo natürlich auch wahrscheinlich dann jeder gesagt hätte, die können es ja doch nicht nie schaffen und vielleicht 8 Spieltage vor Schluss oder 5 oder so sagt man, was wirklich und so weiter. Und dann ist es natürlich auch von der Punktausbeute und Tabellensituation und so weiter, dann ist es aber vielleicht immer noch unwahrscheinlich. Bloß dann denkt man plötzlich, oh, könnte ja wirklich passieren. Und auf einmal passiert es. Natürlich hat das hier überhaupt nicht die Dimension mit Leipzig und Bayern, zumal eben Leicester ja mit 6 Konkurrenten eigentlich zu tun hatte, die eben alle erstmal in der Rangliste in der Spielstärke vor ihnen stehen. Gut, also auf jeden Fall ist eben der Unterschied zwischen den Ranglisten, die halt so spielerisch auch die Schachweltrangliste oder so, da gibt es eben manchmal Verschiebungen, dann ist eben plötzlich Nakamura mal vor Carlsen oder Vashela Graf im Blitz oder so. Und eine Blitz-Elo-Liste und dann sagt trotzdem jeder, naja, wir wissen ja trotzdem, dass Carlsen der Beste ist, aber man könnte sagen, naja, wenn er nun nochmal verliert vielleicht oder gegen den genau oder Zweiter wird oder so, vielleicht stimmt es ja dann doch, dass Lagraf besser ist. Plus, wenn jetzt das nächste Turnier anstehen würde, würden immer noch die Buchmacher, die halt vernünftig sind, Carlsen vorne sehen. Und da kann ich dann nur sagen, naja, der Unterschied zwischen der spielerischen Rangliste, den eben die einfach aufgrund der Entwicklung und wie das Elo-System jetzt beim Schach oder so funktioniert, da wird es halt so, und wenn du das Ergebnis hast, kriegst du so und so viele Punkte dazu. Das ist aber eben nur Spiel. Und daraus würde man keine Wahrscheinlichkeiten ableiten,
Ich kann eben nur Ranglisten erstellen, aus denen ich auch die Quoten dann ableite. Okay, der Markt hat also jetzt einfach recht gehabt und ich schäme mich aber kein bisschen dafür, weil ich eben das alles kenne und vom Computer und man hat eben auch, wie gesagt, genügend Beispiele dafür. Bloß trotzdem war es jetzt relativ interessant zu sehen, wie schnell auch der Computer dann sozusagen diesen Fehler einsieht und wie der Markt jetzt reagiert. So, also wir haben hier nochmal dieses für die Neuankömmlinge oder so, ja, dass hier also die Einschätzung habe für die Mannschaften, das alte und neue System existieren parallel bei mir. Das heißt also, ich habe zwei Berechnungsmethoden und die werden, also die haben beide ihre Daseinsberechtigung, das eine mehr auf Ergebnisse, das andere mehr auf Statistiken. Die Einschätzung von alt und neu werden aufaddiert und durch zwei geteilt. Also dann mache ich 1000 Läufe und die Torerwartungen werden für jedes Spiel anhand der aktuellen Einschätzung berechnet. Das heißt aber, wenn jetzt also Bayern tatsächlich 0 zu 3 verlieren sollte, dann wird halt die Spielstärke auch entsprechend eines 0 zu 3 updated. Das ist aber optional, nur habe ich die Option jetzt einfach immer eingeschaltet. Also ich sage, man könnte es auch philosophisch gesehen einfach sagen, ich weiß doch jetzt, wie gut sie sind und dann kommen halt mal zufällige Ergebnisse raus, die mal ungünstig, mal günstig sind. So, hier habe ich jetzt diese Einschätzung nach Spieltag 17. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt halt nicht mehr ganz genau, ob es Spieltag 16 oder 17, weil ich habe das halt so über Weihnachten und da habe ich es halt noch nicht so. Dann habe ich gedacht, erstmal sehen, was passiert und musste auch meine C-Software da erstmal mein C-Programm fixen. Da war auf jeden Fall Bayern dann trotzdem schon knapp vorne und das im alten System sind sie sowieso etwas mehr vorne. Das neue System hatte bloß dann eben etwas schneller auf die guten Statistiken und auf die von Bayern ungünstigen reagiert und so. Also jetzt können wir sehen, dann hat sich Bayern eben vorgeschoben, jetzt müssen wir mal die Ergebnisse uns erinnern. Naja, wahrscheinlich hat Hertha Hertha gegen Bayern halt verloren und Leipzig gegen Union gewonnen. Aber Bayern hatte halt das schwerere Spiel auswärts, theoretisch. Und dann haben sie sich noch weiter vorgeschoben, da haben sie mit Sicherheit ein gutes Ergebnis und Leipzig nicht so ein gutes. Oder auch, dass die Leistung war. Ich habe das jetzt nicht aufgezeichnet und jetzt nicht unbedingt jedes Ergebnis hier im Kopf oder habe dann auch Angst, etwas falsch zu sagen. Man sieht aber vielleicht, dass sich hier Nord Dortmund so ein bisschen ranschiebt. 1,86, 1,86, 1,89. Nee, noch nicht so wahrnehmbar. Aber jetzt hat eben Dortmund sich durch das 5 zu 0 eben vorbeigeschoben. Man sieht aber auch, dass Bayern von 2,46 auf 2,44 fällt. Also das ist nach dem 19., das ist nach dem 20. Also sind sogar leicht abgefallen. Aber Leipzig hat eben trotzdem weiter verloren, obwohl die Leistung jetzt gegen Gladbach am Ende nicht so nachteilig war, weil sie halt aufgrund der 11 gegen 10 und der zweiten Halbzeit dann wieder aufgeholt haben. Das Ergebnis war natürlich ungünstig, aber bei Dortmund war das die Leistung halt auch nicht so überragend. Aber trotzdem geht man halt durch ein 5 zu 0 dann eben leicht hoch in dem Merch. Die anderen Mannschaften können wir hier praktisch vergessen im Titelrennen. Also Gladbach ist natürlich punktemäßig dran, aber die Leistungen sind zu weit entfernt und das sehen wir dann eben auch hier. Ich schätze mal, das war nach Spieltag 17, da stand aber von Anfang an Spieltag 16, deswegen lasse ich es mal so. Sortierung finde ich übrigens ganz interessant, dass die nach der durchschnittlichen Platzierung sortiert sind. Also weil ich eben sage, ja, welchen Wert soll ich nehmen, wer am häufigsten Meister wird, okay, aber ich habe halt die Durchschnittsplatzierung, weil das eben bei anderen Mannschaften dann das durcheinander bringen könnte. Aber die Durchschnittsplatzierung ist halt ein für mich relevantes Kriterium. So, da hatten wir halt 2,16 Leipzig und 3,39 Bayern. Dortmund auch, dann hat Dortmund Sicherheit verloren. Dann ist es sogar runtergegangen auf 1,90, 2,94. Also beide positiv, weil Dortmund eben verloren hat. Davon ist jetzt auszugehen. Nach dem 80. hatten wir halt dann 2,07, 2,31. Da war halt, das schätze ich mal, naja, diese beiden genannten Ergebnisse, Hertha und Union, was eben sich günstig für Bayern ausgewirkt hat, auch von der Leistung her, eben das 4-0 und das 3-1, glaube ich. Also Bayern war halt besser. Dann hat sich es eben schon umgedreht, weil Leipzig eben in Frankfurt verloren hat, während Bayern haushoch gewonnen hat. Und jetzt hat sich natürlich trotzdem positiv entwickelt. Ist ja also natürlich, es hat sich ganz klar positiv entwickelt aufgrund des Bayern-Sieges, obwohl die Leistung eben nicht so toll war. Aber Leipzig hat ja einen Punkt abgegeben. Dortmund ist natürlich ein bisschen rangerückt, 10,42 auf 8,06. Aber halt auch nicht entscheidend, denn entscheidend ist dann eben, ob der Spitzenreiter gewinnt. Und
Das hat halt Bayern getan und die Distanz kürzer wird. Okay, jetzt haben wir hier die Einschätzung von SBO nach 17. Da hatten sie halt Bayern deutlich vorne gesehen. Das wäre halt der einzige wirklich zu kritisierende Punkt vom Computer gewesen oder auch von mir selbst, wo ich halt pro Leipzig argumentiert habe. Dann hatte der Markt komischerweise schon Bayern ein bisschen hoch und Leipzig runter, was ich ihm sagte, was eigentlich nach den Ergebnissen und Leistungen nicht logisch war. 18. Spieltag, Berliner Mannschaften, Bayern mit dem Besseren. Aber das könnte halt eine Anpassung, also aufgrund meiner Einschätzungen, die natürlich die Welt umrundet haben und alle darauf reagiert haben. Oder halt, was natürlich nur ein Scherz ist, oder eben, dass dann doch woanders auch jemand entdeckt hat, dass Leipzig ein bisschen zu hoch quotiert war. So, und dann hat sich es eben trotzdem jetzt kontinuierlich runterentwickelt auf 1,48, weil ja dann diese Niederlage, und jetzt auf 1,38, weil die eben Punkte gelassen haben. Dortmund ist jetzt hier bei den Einschätzungen rangerückt auf den Gleichstand mit Leipzig, weil man eben dann doch sagt, naja, Dortmund hat halt die höhere Substanz. Und hier habe ich jetzt nochmal das eingeblendet, dass wir hier vergleichen könnten, weil das sich eben trotzdem nicht ganz deckt mit dem Computer, mit Leipzig und Dortmund. Da haben wir gesehen, dass sie relativ nah von den Leistungen beieinander sind und dann zählt halt der Punkt. Na, jetzt müsste ich wieder genau, Tabelle habe ich jetzt leider hier nicht bei, werde ich dann gerne mal machen, aber jetzt ist es halt nicht so. Aber wir sehen jetzt hier die Entwicklung mit dem Abstieg, das ist anscheinend vollkommen uninteressant für den Markt. Also wir hätten halt auch hier immer die Entwicklung für den Abstieg mit dabei. Aber hier habe ich jetzt nochmal die eingeblendet. Also wir haben 1,38, der Computer sagt 1,56. Der sagt bei Leipzig jetzt immer noch 5,20, 4,76. Das hätte sich nicht verändert, dass also der Computer dann immer noch ein bisschen Leipzig-Wetten spielen möchte. Aber natürlich würde man sagen, na, du bist ja schön blöd, du kaufst sie dafür 2,80 oder 3,50 und zwei Wochen später kriegst du 5,20 und naja, kriegst du 100-fach und du gewinnst sowieso nicht. Also, aber das wäre sozusagen jetzt immer noch die Empfehlung des Computers. Also, die Bayern-Leistung war eben auch tatsächlich nicht so doll, wo man wirklich sagen kann, also Lewandowski, Elfmeter und so, wenn er, oder auch diese eine Chance da, Leipzig, er sagt, naja, da hätte das 2-3 fallen können und dann kann es halt auch nochmal wackeln, während Leipzig natürlich auch spät noch das Spiel hätte gewinnen können. Oder sogar nach der Leistung eben, bisher über ein Tor waren sie vorne am Ende. So, gut. Und dass eben hier andere noch angeführt sind, das ist eben beim Computer jetzt überhaupt nicht mehr vorgekommen, dass irgendeiner außer dieser vier Mannschaften Meister geworden ist. Das ist eben, der Punkteabstand ist zu groß und dann würde eben auch in jeder Simulation sozusagen dann einer immer halt das durchhalten. Also die Wahrscheinlichkeit ist zu gering, dass dann eben alle vier anfangen zu verlieren und es auch beibehalten, bis denn Leverkusen oder Schalke oder noch jemand anders dran wäre. Also das ist dann sehr unwahrscheinlich. Auf dem Abstieg können wir halt kurz mal gucken. Es ist eben, also bei Düsseldorf war natürlich jetzt nicht die Leistung verantwortlich. Also habe ich jetzt die Spielstärken eingeblendet? Ja, hatte ich. Jetzt müssten wir da nochmal zurückgucken. Und das kann ich halt jetzt kaum anders als so. Das war halt jetzt Düsseldorf. Also hier ist nach 17, nach 18, wir haben die fast immer gleich auf, nach 19 und nach 20 sind eigentlich gleich auf und nach Punkten, ja, dann kann es eben auch am Restprogramm liegen. Also, weil Düsseldorf ist ja in der Tabelle vor. Also, quasi, dass der Computer jetzt die Wahrscheinlichkeit höher schätzt, dass Düsseldorf absteigt, also das hängt auch manchmal einfach nur mit Heimauswärts zusammen, wobei das bei 20 Spieltagen wahrscheinlich, habe ich jetzt halt nicht geguckt, dass beide noch jeweils 7 Spiele heim oder auswärts haben. Aber es kann eben dann einfach an der Konstellation liegen. Und das sind natürlich Dinge, für die sozusagen jetzt sowieso keiner eine Aufmerksamkeit hätte. Also bestimmt nicht 14 Spieltage vor Schluss, aber auch oft auch nicht 6 Spieltage vor Schluss oder so. Und dann eben sagen kann, naja, da kannst du schon ein bisschen mehr mit dem Computer anfangen, der eben dafür dann feinfühlig ist. Ne? Aber da kann er natürlich immer noch keine Intuition oder wie auch immer, die dann vielleicht einem sagen würde, wenn es jetzt knapp werden sollte oder so, habe ich doch gesehen, die haben mehr Substanz, mehr Zuschauerunterstützung, mehr wie auch immer Präsident oder was auch immer dann Einfluss nimmt, dass man dann eben traditionsreichere Namen oder so, dann helfen noch andere mit oder wie auch immer, dass dann eben so eine Faktoren vielleicht einen höheren Einfluss haben. Bloß ich ignoriere die also heutzutage völlig, während sie früher vielleicht noch, als Kaiserslautern einmal vom Abstieg bedroht war, dann kam Fritz Walter damals noch und hat dann
für die ganze Region und hat dann gesagt, ihr müsst alle kommen und jetzt von wegen schlecht gespielt und das zählt alles nicht mehr und alle ins Stadion, Aufruf, Appell an alle und so, damit der FCK drin bleibt. Na gut, nun sind sie dritte Liga und haben gar keine Chance mehr nach der Niederlage in Ingolstadt. Also fast keine Chance mehr auf einen Wiederaufstieg in die zweite Liga überhaupt. Aber wie auch immer, aber dass eben dann so etwas, war damals auch mein Eindruck, es war auch bei HSV, Uwe Seeler könnte man auch sagen, dann hat es ja auch nicht geholfen. Aber nicht immer, aber dieses gegen Karlsruhe schon 2-2. Und so könnte man immer noch sagen, ja, vielleicht hat der Schiedsrichter so ein ganz bisschen da bei dem Ausgleichstor in der Nachspielzeit mitgeholfen für den Freistoß oder so. Also, was dann natürlich einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeiten hat, dass eben Uwe Seeler betet oder ruft seine Fans zusammen und wer ist schon der Karlsruher SC? Und so ungefähr. Und dass dann eben diese kleinen Wahrscheinlichkeiten, die sie sozusagen überhaupt nicht darstellbar sind jetzt auch für den Computer. Natürlich könnte ich irgendwo einen Traditionsbonus oder sonst was vergeben an irgendwelche Mannschaften in kritischen Situationen, aber ich glaube halt, dass es heute eben viel, viel bedeutungslos, also ziemlich bedeutungslos geworden ist. Man sieht es halt auch daran, dass man sich eben an diese Namen wie Hoffenheim, Wolfsburg, Leipzig oder so in der Bundesliga unheimlich schnell eigentlich gewöhnt und dann, das sind halt, und es könnte zwar in 20 Jahren sein, dass die überhaupt keine Rolle, VW sagt nichts mehr, RB, Matischitz, wie auch immer, Hoffenheim, wissen wir ja alle, also hier SAP, hopp, und dass plötzlich da was wegfällt oder so und dann sagt man, was ist Hoffenheim für eine Tradition, also kurz mal ein aufblühender Stern oder so. Während man eben bei Bayern, Dortmund, Gladbach, Schalke, Frankfurt, Köln, ne, Werder, also die würde ich jetzt in erster Linie, Hertha kann man auch mitnennen, und dann kommen eben erst vielleicht Leverkusen, die natürlich jetzt auch längst etabliert sind, also Gladbach habe ich ja sicher genannt, aber Leverkusen, Freiburg, Augsburg erst dahinter, Union natürlich gar nichts, aber Düsseldorf würde vielleicht sogar noch vor Augsburg und Freiburg stehen. Also dass man so eine Rangliste nach Prestige, nach Reputation, nach Tradition so etwas aufbauen könnte. Aber das ist halt aus meiner Sicht für die heutige Zeit fast bedeutungslos geworden, weil diese aufblühenden Sterne, weil die sozusagen eine ziemliche, also sie können einfach auch die Etablierten ablösen. Also man sieht ja jetzt Aachen, München 60 oder so absolute Traditionsmannschaften, dass sie einfach jetzt nicht rauskommen mehr aus diesem, na gut, bei Aachen sind es auch nur 10 Jahre her oder so, dass sie erste Liga waren. Mal wieder mit Staudraff und so weiter oder vielleicht ein paar mehr. Fakt ist, diese Nachhaltigkeit oder dass der Tradition einfach für mich jetzt nicht mehr so gegeben ist, dass also einfach kleine beliebig das auch ablösen können. Jetzt auch nach, einfach, die haben dann die Befähigung, die haben vielleicht auch manchmal diese, wie Sandhausen oder so, einfach diesen Sonderstatus halt ohne Druck spielen zu können. Und das macht sich dann halt positiv bemerkbar oder so. Und ja, also von daher ist es eben jetzt nicht mehr ganz so gültig. Bloß diese Dinge würden trotzdem jetzt, der Computer würde sie überhaupt nicht berücksichtigen können. Vielleicht haben sie noch eine kleine Bedeutung. Aber da würde ich jetzt eher schon darauf vertrauen, dass es nicht so ist. Aber sollte halt bloß sagen, heißen, dass die Feinfühligkeit für die Gegner, für die Schwere der Aufgabe, dass die halt vom Computer her gegeben ist und man eben da teils vielleicht überraschende Ergebnisse bekommen würde oder könnte, aber dass die eben möglicherweise dann einem sehr gute Wetten verschaffen könnten. Also wir verfolgen das jetzt weiter und bleiben halt dran. Und jetzt bin ich für heute wieder raus. Dankeschön.